Die Linke. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, Sie werden ja hier auch gleich wieder ans Mikro treten und ausgiebig Ihre Politik loben. Aber ich finde, wenn man sich die derzeitige Politik und die derzeitige Situation ansieht, in Deutschland, in Europa und auch in der Welt, dann fragt man sich schon, und wenn man vor allen Dingen in Rechnung stellt, Ihre ganz persönliche Mitverantwortung für diese Situation, dann fragt man sich schon, wie Sie darauf auch noch stolz sein können. Ja, wir leben in einem reichen Land, das gute Autos und international gefragte Maschinen produziert. Aber es ist ein zutiefst gespaltenes Land. Es ist ein Land, wo selbst fleißige Arbeit nicht mehr vor Armut schützt und wo inzwischen die Auswahl des Elternhauses wichtiger geworden ist als die Auswahl des Berufs. Es ist ein Land, in dem kaum noch investiert wird, in dem Straßen und Brücken verrotten, in dem viele Kinder in verwahrlosten Wohngebieten aufwachsen, wo ihnen elementare Bildung vorenthalten wird. Und was tun Sie, Frau Bundeskanzlerin? Statt Problemlösungen liefern Sie Taschenspielertricks, statt solider Finanzierungen liefern Sie kreative Buchführung und statt wirtschaftspolitischer Rationalität okkulte Opferrituale vor Ihrer neuen Göttin der schwarzen Null, die Ihnen trotz aller Beschwörungsformeln im nächsten Jahr wieder nicht erfahren erscheinen wird. Denn solide öffentliche Finanzen, die gibt es eben nicht ohne eine dynamische Wirtschaft. Es gibt sie nicht ohne Konsumenten, die genug Geld in der Tasche haben, um sich ein gutes Leben leisten zu können. Und es gibt sie auch nicht ohne Unternehmen, die genau wegen dieser Nachfrage auch Anreize haben zu investieren, statt ihr Geld zu bunkern oder ihre Aktionäre mit immer neuen Rekorddividenden glücklich zu machen. Und es gibt solide öffentliche Finanzen auch nicht, wenn gerade die reichsten Familien und die größten Konzerne kaum noch einen müden Euro zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen und der Staat dabei wegschaut. Und deswegen ist für mich die schwarze Null eigentlich ein Ausdruck einer Nullkompetenz in der Wirtschaftspolitik. Das ist das Urteil des Wirtschaftsweisen Peter Bofinger über Ihre Politik, Frau Kanzlerin. Oder vielleicht erinnern Sie sich auch noch, was Sie im August im schönen Lindau am Bodensee von den Wirtschaftsnobelpreisträgern zu hören bekommen haben. Ich gebe eine kleine Kostprobe. Merkel verfolgt eine völlig falsche Politik. Merkel scheint den Ernst der Lage nicht kapiert zu haben. Merkels Rede sei eine einzige Katastrophe gewesen. Wohlgemerkt, das ist kein Mitschnitt aus einer Mitgliederversammlung der Linken. Das waren die Urteile international renommierter Wirtschaftsnobelpreisträger über Ihre Politik, Frau Merkel. Und wenn Sie vielleicht mal zuhören könnten, vielleicht würde Ihnen das zu denken geben. Aber offensichtlich interessiert Sie das überhaupt nicht. Weggucken, weggucken, wegducken, wegreden. Das ist Ihr Dreiklang im Umgang mit den Gefahren und Problemen der Gegenwart. Aber die Gefahren sind einfach zu groß und die Probleme zu ernst, um das, dass wir so weiter mit ihnen umgehen könnten. Die deutsche Wirtschaft stagniert. Alle Prognosen fürs nächste Jahr mussten nach unten korrigiert werden. Aus konjunkturellen wie aus prinzipiellen Gründen braucht dieses Land endlich mehr Investitionen. Aber nun haben Sie ja lauthals ein Investitionsprogramm angekündigt. Aber wenn man es ins Kleingedruckte sieht, was sieht man da? Da sieht man, dass nach Ihren eigenen Planungen der Anteil der Investitionsausgaben des Bundes weiter sinken soll, nämlich von aktuell 10,1% auf nur noch 8,3% im Jahr 2018. Also so viel wirtschaftspolitische Ignoranz, das kann einem wirklich die Sprache verschlagen. Und dabei geht es nicht nur. Sie können sich ruhig aufregen. Wenn Sie sich nicht nur aufregen würden, sondern Konsequenzen ziehen, wäre es besser. Und es geht ja nicht nur um Straßen. Es geht auch nicht nur um Brücken. Es geht auch um Zukunftstechnologie und Innovation. Und wer meint, ja, dafür wird schon der Markt sorgen, der sollte sich schon mal fragen, warum eigentlich alle wichtigen digitalen Technologien heutzutage sich in der Hand von US-Unternehmen befinden, die Möglichkeit zu globaler Überwachung inklusive. Nicht, weil der Markt jenseits des Atlantiks so viel besser funktioniert, sondern weil der Staat es sich zumindest früher ziemlich viel hat kosten lassen. Fast die gesamte Technologie,
die heute in einem iPhone steckt, die ist doch nicht in Steve Jobs Garage entwickelt worden. Die ist in staatlichen Forschungszentren entwickelt worden. Und wer glaubt, dass ein fundamentaler technologischer Umbruch wie die Energiewende, dass der möglich wäre ohne massive öffentliche Investitionen in die Erforschung und dann auch in die Umsetzung alternativer Technologien, der hat wirklich nichts verstanden. Aber statt über solche Fragen auch nur nachzudenken, verhandelt diese Regierung lieber über Investorenschutz. Oder genau genommen, sie verhandelt nicht, sondern der Wirtschaftsminister führt einen unglaublichen Eiertanz auf, um der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Ich rede von den geplanten Freihandelsabkommen CETA und TTIP. Und ich rede von den Sondergerichten für große Konzerne, mittels derer diese Konzerne in Zukunft für jede Mindestlohnerhöhung und für jedes Umweltschutzgesetz den deutschen Staat vor den Kadi ziehen können. Aber offensichtlich hat Herr Gabriel nicht mehr vor, in ihrer politischen Laufbahn nochmal den Mindestlohn zu erhöhen oder die Umwelt zu schützen. Zumindest habe ich vernommen, dass er der Öffentlichkeit mitgeteilt hat, diese Sondergerichte ließen sich leider nicht mehr aus dem Abkommen CETA rausverhandeln. Ja, Herr Gabriel, wenn diese Sondergerichte sich nicht mehr rausverhandeln lassen, dann muss Deutschland diese Abkommen eben ablehnen. Dann muss sie CETA ablehnen. Und das Gleiche gilt auch für TTIP. Beide Abkommen haben doch im Kern nur das Ziel, Löhne, Sozialstandards und Verbraucherschutz noch weiter auf Sinkflug zu schicken und den Kapitalismus endgültig vor den Zumutungen der Demokratie zu schützen. Das ist doch das, worum es bei diesen Abkommen geht. Und das ist das Letzte, was wir brauchen, weil dann kann man konsequenterweise auf Wahlen und Parlamentarismus auch ganz verzichten. Denn ein Bundestag, wenn wir hier im Bundestag keine Gesetze mehr machen können, die den Banken und Konzernen nicht gefallen, also dann verkommt das, was wir hier tun, wirklich zu einer schlichten Theatervorstellung. Und da muss ich Ihnen sagen, für ein Theater ist dieses Haus wirklich zu teuer und am Ende vielleicht auch zu wenig unterhaltsam. Der bekannte Ordoliberale Alexander Rüstow, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen bei Ihnen, der ihn kennt. Alexander Rüstow hat bereits vor einem halben Jahrhundert gewarnt, dass, ich zitiere, ein Staat, der damit anfängt, die Raubtiere der organisierten Unternehmerinteressen zu füttern, letzten Endes von ihnen verschlungen wird. Zitat Ende. Und gerade deshalb haben die Ordoliberalen ja immer wieder gewarnt, Unternehmen oder auch Banken so groß oder so mächtig werden zu lassen, dass sie die Allgemeinheit erpressen können oder dass sie ihr schlicht auf der Nase herumtanzen können. Das war ihre zentrale Botschaft, dass das verhindert werden muss. Versagt der Staat auf diesem Feld, dann ist es bald um die soziale Marktwirtschaft geschehen. War Ludwig Erhards knappe Prognose zu diesem Thema. Und gerade Sie von der CDU/CSU, die Sie sich so gern auf Ludwig Erhard berufen, Sie sollten zugeben, dass er Recht behalten hat. Der Staat hat versagt auf diesem Feld und deswegen ist es geschehen um die soziale Marktwirtschaft. Wir haben nämlich keine mehr. Und auch in Brisbane haben Sie, Frau Merkel, und auch die anderen Regierungschefs wieder auf vielen wichtigen Feldern vor den Raubtieren kapituliert. Bei der Finanzmarktregulierung, beim Klimaschutz und natürlich auch bei der Bekämpfung von Steuerflucht von Konzernen. Und da ist es einem ja schon aufgefallen, wie eilig diese Regierung doch, als die Enthüllungen über die Steuermodelle in Luxemburg in der Presse waren, wie eilig diese Regierung sich bemüht hat, zur Tagesordnung überzugehen. Nun nehme ich Ihnen ja ab, dass Sie über diese Enthüllungen nicht besonders verblüfft waren. Ich war auch nicht besonders verblüfft. Es ist lange bekannt, dass es solche Steuersparmodelle gibt, und zwar nicht nur in Luxemburg, sondern in vielen anderen EU-Staaten auch. Und es ist auch bekannt, dass schätzungsweise 100 Milliarden Euro im Jahr dem deutschen Staat, dem Deutschen Bund, den Ländern und auch den Kommunen entgehen, weil es solche Modelle gibt. 100 Milliarden. Und damit gehen die Unternehmen sogar ganz offen um, dass sie das praktizieren. Die Deutsche Bank zum Beispiel lobt sich in ihrem Geschäftsbericht ausdrücklich dafür, dass sie durch eine, wie es vornehm heißt, vorteilhafte geografische Verteilung ihres Konzernergebnisses ihre Steuerzahlungen minimiert, sprich die Öffentlichkeit kräftig geschädigt hat.
Und ich finde, das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Eine Bank, die es ohne die Milliardenzahlungen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler überhaupt nicht mehr gäbe, die bankrott gewesen wäre, die ist auch noch stolz darauf, dass sie solche Modelle nutzt und dadurch die Öffentlichkeit in Milliardenhöhe schädigt. Natürlich ist das kriminell. Aber genauso kriminell ist eine Politik, die die passenden Gesetze dafür liefert oder eben die passenden Gesetze akzeptiert. Und da muss man sich gar nicht hinter der EU verstecken. Natürlich könnten wir solche Praktiken hier in Deutschland verhindern. Man muss einfach gesetzlich festlegen, dass Zinsen, Lizenz- oder Patentgebühren, die im Empfängerland nicht mit wenigstens 25% besteuert werden, dass die in Deutschland nicht mehr steuerlich abzugsfähig sind. Das könnte man doch einfach gesetzlich regeln. Und wenn Sie zu so einem einfachen Gesetz nicht in der Lage sind, wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, dann hören Sie verdammt noch mal auf, der Bevölkerung zu erzählen, was alles angeblich nicht finanzierbar wäre in diesem Land. Zum Beispiel eine gute Rente. Es ist noch keine Woche her, als das Statistische Bundesamt alarmierende Zahlen veröffentlicht hat. Danach ist das Armutsrisiko älterer Menschen seit 2006 kontinuierlich gestiegen. Immer mehr müssen Grundsicherung beantragen. Und das heißt ganz brutal, sie müssen ihren Lebensabend auf Hartz-IV-Niveau fristen. Aber was fällt der Bundesregierung dazu ein? Sie kürzen den Bundeszuschuss zur Rentenkasse, um ihre schwarze Null zu retten, und dann senken Sie auch noch den Beitragssatz zur Rentenversicherung. Aber je weniger in einen Topf eingezahlt wird, desto weniger kann man natürlich aus diesem Topf dann auch rausnehmen, in dem Falle für die Rentnerinnen und Rentner. Und das scheint ja auch genau das Ziel zu sein. Seit den von SPD und Grünen eingeleiteten Rentenkürzungen ist das Rentenniveau in Deutschland von früher 53% auf 48% abgesunken. Und in Zukunft soll es weiter bergab gehen. Das heißt, bald blüht selbst einem Durchschnittsverdiener nach einem langen Arbeitsleben ein Lebensabend auf Hartz-IV-Niveau. Ich finde, das ist einfach schändlich. Das ist Altersarmut per Gesetz. Und sagen Sie jetzt nicht, das liegt am Geld. Gleichzeitig verpulvert der Bund ja Milliarden, um die Riester-Rente zu subventionieren. Inzwischen 27 Milliarden Euro wurden dafür verpulvert, Betrugsprodukte zu subventionieren, an denen sich bekanntermaßen nur die Provisionsjäger der Versicherungsindustrie und der Fonds und der Finanzindustrie goldene Nasen verdienen, während die Sparer in der Regel noch nicht mal das rausbekommen, was sie eingezahlt haben. Und trotzdem soll das alles so weitergehen. Wie man heute weiß, hat ja der Drückerkönig und Finanzhai Herr Maschmeyer sich beim damaligen Kanzler Schröder mit immerhin 2 Millionen Euro für dieses zuvorkommende Gesetz bedankt. Ich weiß nicht, ob Sie, Frau Nahles, hoffen, dass Ihnen irgendwann auch mal einer Ihre Biografie für 2 Millionen Euro abkauft. Aber zumindest muss man sagen, dieses Festhalten an dieser Rentenpolitik ist verantwortungslos. Und es ist übrigens auch ein klarer Bruch der SPD-Wahlversprechen. Und deshalb hören Sie auf, die Rentenkasse mit Beitragssenkungen und Versicherungsleistungen weiter zu plündern. Hören Sie auf, öffentliches Geld für Betrugsprodukte zu verschleudern. Und stellen Sie eine lebensstandardsichernde Rente ab 65 Jahren für alle Menschen wieder her. Aber es brennt ja nicht nur bei der Rente. Vor gut 2 Wochen wurde mit Unterstützung des größten deutschen Sozialverbandes VDK eine Verfassungsklage für menschenwürdige Pflege eingereicht. Es geht um die katastrophale Situation und den extremen Personalmangel in vielen Pflegeheimen. Und auch in vielen deutschen Krankenhäusern herrschen heute Zustände, die eines reichen Landes unwürdig sind. Und auch die Gründe dafür lassen sich mit Zahlen messen. Seit Mitte der 90er Jahre wurde an deutschen Krankenhäusern jede 10. Stelle im Pflegebereich abgebaut. Und was fällt Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, dazu ein? Deutschland geht es gut. Und deshalb kürzen Sie den Bundeszuschuss zum Gesundheitsfonds in den nächsten 2 Jahren mal eben um 6 Milliarden Euro. Mögen Rentner durch Armut gedemütigt werden und Pflegebedürftige früher sterben. Hauptsache, die schwarze Null lebt. Das scheint Ihre Logik zu sein. Was ist das für eine unglaubliche Politik? Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Das ist der oberste Verfassungsgrundsatz der Bundesrepublik. Er gilt auch für ältere, Kranke und Pflegebedürftige. Und er steht ausdrücklich nicht unter Finanzierungsvorbehalt. Und deswegen fordere ich Sie auf, beenden Sie die unwürdige Zweiklassenmedizin. Schaffen Sie eine Bürgerversicherung, wo jeder nach seinem Einkommen einzahlt und wo alle gleiche und zwar gleich gute Leistungen sowohl im Krankheitsfall als auch bei der Pflege bekommen. Krankheit ist keine Ware, die sich als Objekt von Renditejägern eignet. Aber Ihre Kürzung des Zuschusses zum Gesundheitsfonds, die zeigt natürlich auch noch in anderer Hinsicht, wie unehrlich Ihre Politik ist. Denn auch das Mantra keine Steuererhöhung, das gehört ja zu den Gebetsformeln, die diese Regierung unablässig vor sich hinmurmelt. Aber Sie wissen ganz genau, dass die Kürzung des Bundeszuschusses zu Beitragserhöhungen bei vielen Krankenkassen führen wird und dass eine Beitragserhöhung das Nettoeinkommen ganz genauso reduziert wie eine Steuererhöhung. Aber richtig, es gibt einen wichtigen Unterschied. Eine Beitragserhöhung bezahlen ausschließlich die gesetzlich Versicherten, also die Arbeitnehmer vor allem. Sie belastet Normalverdiener weit mehr als Spitzenverdiener. Und sogar Menschen mit sehr wenig Einkommen müssen diese Beitragserhöhung mitbezahlen. Das heißt, Ihr ganzes Gerede gegen Steuererhöhungen ist im Kern vollkommen verlogen. Sie haben überhaupt keine Skrupel, den normalen Beschäftigten, die heute schon die Hälfte ihres Nettoeinkommens für Steuern und Abgaben bezahlen, die noch stärker zu belasten. Sie predigen keine Steuererhöhungen. Aber worum es Ihnen im Kern geht, das ist doch keine Steuererhöhungen für Reiche. Das ist es doch, was tatsächlich Ihre Politik bewegt. Geben Sie es doch wenigstens zu. Und offenbar, Frau Bundeskanzlerin, hat Ihnen auch noch niemand den Zusammenhang zwischen Schulden und Vermögen erklärt. Geld verschwindet nämlich nicht. Geld wechselt immer nur den Besitzer. Und in den letzten 15 Jahren hat unter Ihnen, Frau Merkel, und unter Ihrem Vorgänger Gerhard Schröder in Deutschland ganz besonders viel Geld den Besitzer gewechselt. Nämlich viele Milliarden, die einst der Allgemeinheit gehörten, sind auf private Konten gewandert, durch Steuergeschenke an Vermögende und an große Unternehmen und natürlich durch die milliardenschwere Bankenrettung. Und im Ergebnis haben sich in den letzten 15 Jahren eben nicht nur die öffentlichen Schulden, sondern auch die privaten Vermögen der Millionäre und Multimillionäre mehr als verdoppelt. Und deshalb wäre die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer nicht etwa eine Enteignung, wie Sie das immer gerne darstellen, sondern sie wäre im Grunde eine Rückgabe. Sie würde dafür sorgen, dass das Geld endlich mal wieder umgekehrt den Besitzer wechselt, nämlich runter von den privaten Konten der Millionäre und Multimillionäre und rein in bessere Bildung, in bessere Pflege, in gute Renten. Und da wäre das Geld auch besser angelegt. Und es fällt übrigens auch auf, dass es wieder nur die Vermögen der Reichen sind, mit denen Sie so rücksichtsvoll umgehen. Bei den Vermögen der kleinen Leute sind Sie viel weniger zimperlich. Die auch durch Ihre Europapolitik und Ihre Kürzungsdiktate verursachte Dauerkrise im Euroraum, das ist ja die letztliche Ursache für die extremen Niedrigzinsen, die wir zurzeit haben. Und in der Konsequenz gibt es für normale Sparer mittlerweile kaum noch Anlagen, die auch nur den Werterhalt sichern. Das heißt, anders als der Millionär, der im Schnitt auf sein Vermögen Renditen zwischen 5 und 10% einfährt, zahlt der Kleinsparer längst mit seinen Spargroschen für Ihre falsche Krisenpolitik. Aber diese Enteignung der kleinen Leute, die stört Sie offenbar nicht im Geringsten. Das lassen Sie laufen, nur an das Vermögen des Geldadels. Da wollen Sie nicht ran. Und das nennt sich dann Volkspartei. Eine Partei, die zulässt, dass das Volk enteignet wird, weil sie zu feige ist, sich an das Geld der oberen 10.000 ranzugehen, um damit eine vernünftige Antikrisenpolitik zu finanzieren. Das ist wirklich skandalös. Aber es gilt ja leider nicht nur für die CDU. Auch Herr Gabriel hat sich ja mittlerweile auf die Fahne geschrieben, die Vermögenssteuer auch bei der SPD programmatisch zu entsorgen. Und da kann man nur sagen, mit so einem Vorsitzenden arbeiten Sie wirklich hart daran, dass die SPD nie wieder in die Region kommt, auch nur einmal in diesem Land den Kanzler zu stellen. Nun muss man sagen, auch andere Parteien hatten Vorsitzende, die sie klein gemacht haben, sogar bis zur letzten Konsequenz.
Eine dieser Parteien ist die FDP gewesen. Aber ich möchte einen Satz zur Ehrenrettung der FDP sagen. Es gibt tatsächlich ein unsoziales Gesetz. Es gibt ein unsoziales Gesetz, das einmal an der FDP gescheitert ist. Und das war das Gesetz zur sogenannten Tarifeinheit. Und es ist wirklich unglaublich, dass dieses Gesetz jetzt ausgerechnet von der SPD wieder auf die Tagesordnung gehievt wird. Schon der Name des geplanten Gesetzes ist doch der blanke Hohn. Tarifeinheit. Ein Betrieb, ein Tarif, das soll wieder gelten. Ich darf Sie, werte Damen und Herren von der SPD, daran erinnern, dass Sie selbst es waren, die dieses Prinzip zerstört haben, dass Sie es waren, die mit Ihren Agenda-Gesetzen doch den Unternehmen ermöglicht haben, ihre Belegschaft aufzusplitten in Leiharbeiter, in Werkvertragler, in Minijobber, in befristet Beschäftigte. Und alle haben sie natürlich unterschiedliche Tarifverträge. Und Sie haben damit auch alles dafür getan, dass die Gewerkschaften nicht mehr wirklich streikfähig sind. Denn streiken Sie mal einen Betrieb, wo ein Drittel in Leiharbeit ist, ein Drittel hat einen Werkvertrag, viele andere haben Befristungen. So einen Betrieb können Sie faktisch nicht mehr bestreiken. Und entsprechend schlecht ist auch die Lohnentwicklung in Deutschland. Und deswegen, wenn Sie der Tarifeinheit wirklich wieder zum Durchbruch verhelfen wollen, dann nehmen Sie die Agenda-Gesetze zurück. Dann verbieten Sie Leiharbeit und den Missbrauch von Werkverträgen. Dann verbieten Sie sachgrundlose Befristung, die die Beschäftigten in ständiger Abhängigkeit hält. Das wären Reformen, die dieses Land wirklich voranbringen würden. Aber dafür müsste man natürlich den Mut haben, sich dem Raubtier der organisierten Unternehmerinteressen entgegenzustellen. Man hat allerdings den Eindruck, ja, Alexander Rüstow, das war ein Zitat, falls Sie das nicht bemerkt haben. Man hat allerdings den Eindruck, es gibt etwas, das Ihnen, Frau Merkel, noch wichtiger ist als die Interessen der deutschen Unternehmen. Und das sind die Interessen der amerikanischen Regierung und der amerikanischen Wirtschaft. Bei Ihrer Rede in Sydney, Frau Merkel, haben Sie sich ja furchtbar darüber empört, dass es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch altes Denken in Einflusssphären gibt, dass das internationale Recht mit Füßen tritt. Wer hätte das für möglich gehalten, wurden Sie zitiert. Also da fragt man sich doch ernsthaft, Frau Merkel, wo leben Sie eigentlich? Und wo haben Sie in den letzten Jahren gelebt? Wo haben Sie gelebt, als die USA das internationale Recht im Irak mit Füßen getreten haben, um ihre Einflusssphäre auf das irakische Öl auszudehnen? Wo waren Sie, als unter Beteiligung Deutschlands das internationale Recht in Afghanistan mit Füßen getreten wurde und wird? Wo waren Sie, als Libyen bombardiert wurde, als die syrische Opposition aufgerüstet wurde, Waffenlieferungen an den IS eingeschlossen? War das alles Ihrer Meinung nach in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht? Und selbstverständlich ging es da auch nie um Einflusssphäre. Ich darf Ihnen die Lektüre eines Buches empfehlen von Zbigniew Brzezinski, langjähriger Vordenker der US-Außenpolitik. Das Buch aus dem Jahr 1997 trägt den schönen Titel »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft«. In Bezug auf Europa plädiert Brzezinski dort für eine konsequente NATO-Osterweiterung, zunächst nach Mitteleuropa, dann nach Süden und über die baltischen Republiken und schließlich bis zur Ukraine. Und zwar weil, wie der Autor schlüssig begründet, ich zitiere, mit jeder Ausdehnung automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten erweitert wird. Dieses alte Denken in Einflusssphären, was ja sehr erfolgreich umgesetzt wurde, das ist Ihnen wirklich nie aufgefallen, Frau Merkel. Und da gehörten Sie doch zu denen, die genau das weiter umgesetzt und unterstützt haben in Europa. Sie gehörten doch zu den Vasallen, um in der Sprache Brzezinskis zu bleiben, die genau diese Strategie mitgetragen haben. Frau und jetzt Wagenknecht, haben Sie Deutschland. Darf Ihnen der Kollege Weiler eine Zwischenfrage stellen? Bitte schön. Sehr geehrte Frau Wagenknecht, vielen Dank, dass ich kurz zwischenfragen darf. Sie haben jetzt die SPD so beschimpft, kein gutes Blatt an der SPD gelassen. Und ich kann da in Teilen nicht zustimmen. Aber wenn ich auf der anderen Seite sehe, ist die SPD aber gut genug in Thüringen, ihren Herrn Ramelow auf das Pferd zu setzen. Da nutzt man diese Partei aus, die man jetzt so beschimpft, um dann doch die Vorteile auszunutzen und den Herrn dann zum Ministerpräsidenten zu machen. Man gibt der SPD mehr Ministerien, als eigentlich notwendig sind. Alle solche Dinge,
Wissen Sie, das passt doch vorne und hinten nicht zusammen. Hier wird geschimpft über diese alte Volkspartei und dann dort wird sie ausgenutzt, um den eigenen Mann nach oben zu hieven. Wie ist das möglich, Frau Wagenknecht? Dankeschön. Ja, also ich nehme ja zur Kenntnis, dass die CDU das Trauma von Thüringen wirklich immer noch so bewegt, dass sie das selbst in diese Haushaltsdebatte tragen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich der SPD vorwerfe, dass sie mit ihrer Politik alles dafür tut, dass sie ihre Glaubwürdigkeit nicht wiedergewinnt und damit eben auch bei Wahlergebnissen von 26% bleibt, und ihr vorwerfe, dass sie damit nie wieder den Kanzler stellen wird, dann ist das aus Sorge um dieses Land, weil ich mir natürlich wünschen würde, dass nicht Frau Merkel hier ewig Bundeskanzlerin ist und dass Sie nicht ewig hier den Bundeskanzler stellen können, weil ich mir wünsche, dass es eine andere und linke Politik in diesem Land geben kann. Und ich darf Sie auch beruhigen, ich werde gleich die SPD noch loben in einem Punkt. Also auch das werden Sie noch zu hören bekommen. Und ich würde mir auch wünschen, dass es in Zukunft mehr Gründe geben würde, die SPD zu loben. Das fände ich zumindest sehr gut. Aber ich war bei Brzezinski und bei der NATO-Osterweiterung und bei der deutschen Politik in dieser Hinsicht. Frau Merkel, jetzt haben Sie Deutschland in die Neuauflage eines Kalten Krieges mit Russland hineingetrieben, der das politische Klima vergiftet und den Frieden in ganz Europa gefährdet. Sie haben einen sinnlosen Wirtschaftskrieg angezettelt, der vor allem der deutschen und der europäischen Wirtschaft massiv schadet. Und wenn Sie da so herumstöhnen, Sie müssen ja nicht in den Unternehmen sitzen, wo die Aufträge zusammenbrechen. Sie sind da nicht Arbeitnehmer oder Unternehmer. Sie müssen das nicht ausbaden, was Sie angerichtet haben. Sie warnen vor einem Flächenbrand, Frau Merkel. Aber Sie gehören doch zu denen, die mit brennendem Zündholz herumlaufen. Verbale Aufrüstung war noch immer der Anfang von Schlimmerem. Das hat Ihnen Hans-Dietrich Genscher nach Ihrer Rede in Sydney zugerufen. Nein, man muss Putin wirklich nicht mögen. Und man muss auch den russischen Kapitalismus mit seinen Oligarchen nicht mögen. Aber Diplomatie heißt, die Interessen des Gegenübers ernst zu nehmen und sich nicht ignorant über sie hinwegzusetzen. Und es fällt schon auf, wenn inzwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow nahezu wortgleich warnen, dass ohne eine deutsch-russische Partnerschaft keine Stabilität und keine Sicherheit in Europa möglich ist. Der frühere SPD-Vorsitzende Platzek hat darauf hingewiesen, dass der Handel zwischen Russland und den USA in diesem Jahr gestiegen ist, während der Handel zwischen Russland und Europa und vor allen Dingen Deutschland massive Einbrüche erlebt hat. Als Reaktion arbeitet die CDU daran, sogenannte vermeintliche Russlandversteher wie Herrn Platzek aus dem Petersburger Dialog herauszudrängen. Und statt auf Verstehen setzen Sie offenbar lieber auf Unverstand. In der Ukraine kooperieren Sie mit einem Regime, in dem wichtige Funktionen des Polizei- und Sicherheitsapparates heute mit ausgewiesenen Nazis besetzt werden. Der Präsident Poroschenko redet vom totalen Krieg und hat den Krankenhäusern und Rentnern in der Ostukraine alle Zahlungen abgeklemmt. Und für Premier Jazenjuk sind die Aufständischen, ich zitiere, Unmenschen, die es auszulöschen gilt. Statt sich mit solchen Hasardeuren zu verbünden, brauchen wir endlich wieder eine deutsche Außenpolitik, der die Sicherheit und der Frieden in Europa wichtiger ist als die Anweisungen aus Washington. In einem Jahr, in dem sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt und der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 75. In so einem Jahr, glaube ich, wäre es dringend angebracht, sich an die Aussage Willy Brandts zu erinnern: Krieg ist nicht die Ultima Ratio. Krieg ist die Ultima Irratio. Krieg darf kein Mittel der Politik mehr sein, Frau Merkel. Und deshalb kehren Sie auf den Weg der Diplomatie zurück, stellen die Sanktionen ein. Und sollten sich in der SPD tatsächlich die Stimmen der außenpolitischen Vernunft durchsetzen, von Helmut Schmidt bis Matthias Platzek, dann bitte, Frau Merkel, hören Sie auf Ihren Koalitionspartner. Beenden Sie dieses Spiel mit dem Feuer. Ich fasse zusammen. Ihre Politik, Frau Merkel, spaltet Deutschland und versündigt sich an der Zukunft, weil Sie nicht den Mut haben, sich den organisierten Interessen von Banken und Konzernen entgegenzustellen. Sie haben das Erbe der Entspannungspolitik verspielt und Europa in einen neuen Kalten Krieg und an den Rand eines Flächenbrands geführt,
weil sie nicht den Mut haben, der US-Regierung Paroli zu bieten. Das ist keine Bilanz, auf die Sie stolz sein sollten. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes jedenfalls haben eine bessere Politik verdient. Eine Politik, die den Anspruch Wohlstand für alle endlich einmal wieder ernst nimmt und die zurückkehrt zu einer Politik der guten Nachbarschaft mit allen europäischen Nachbarn. Das Wort hat die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel.